Willkommen in Berlin an diesem 10. März 2024. Die Lage ist ernst und ich bin froh, dass ihr und sie so zahlreich hier erscheinen konntet, obwohl das Ganze sehr spontan gelaufen ist. Die Lage hier hat sich leider auch zum Negativen geändert, weil Heiko Schöning eben gerade von der Polizei festgenommen worden ist. Wir haben keine weiteren Informationen dazu und hoffen, dass er bald wieder zurückkommen wird. Er war eigentlich als erster Redner hier geplant und auch auf seine Initiative sind wir hier heute zusammengekommen. Ich hoffe, dass dieses Déjà-vu, was in den letzten 4 Jahren öfters so passiert ist, sich nicht weiter fortzieht. Wir haben heute eigentlich nämlich ganz andere Themen, weil Krieg und Frieden momentan das Thema Nummer 1 sein sollten. Deswegen haben wir hier heute auch noch weitere wunderbare Redner und auch wunderbare Musik. Unter anderem mit dabei sind Alexander Tuschinski, extra aus Stuttgart hergekommen. Christiane Reimann, Florian Pfaff, Uli Gellermann und meine Wenigkeit und hoffentlich auch bald noch Heiko Schöning. Ich möchte jetzt gerne schon einmal Captain Future hier auf die Bühne bitten. Einen großen Applaus. Future ist wahrscheinlich der bekannteste DJ der Freiheits- und Friedensbewegung und bekannt durch seine Love Parade und nicht zuletzt auch durch den Film Tanz um dein Leben. Herzlich willkommen, Captain Future. Vielen, vielen Dank für die Organisation dieser Demo. Ja, danke für deine und Heikos Hilfe. Wahrscheinlich ging es euch wie mir vor einer Woche, als wir diesen Mitschnitt von dem Geheimgespräch deutscher Offiziere gehört haben. Das war wirklich ein Geheimgespräch. Wo ist korruptiv, wenn man es braucht? Ja, als ich das gehört habe, bin ich in meinem Captain Future Outfit sofort zur russischen Botschaft gefahren und habe Pralinen und Blumen vorbeigebracht. Vielleicht hat es ein mancher gesehen. Und kurz... Ja. Und kurz darauf, noch am gleichen Tag, hat mich Heiko Schöning angerufen und hat gesagt, Mensch, Jung, wir müssen was machen und zwar sofort. Bist du dabei? Ich habe natürlich sofort Ja gesagt und innerhalb einer Woche haben wir hier diese Demo auf die Beine gestellt. Wir haben seitdem richtig Gas gegeben, sogar Dr. Daniele Ganser hat unseren Aufruf geteilt. Ich habe es auf meiner Kennenlernplattform schwurbeltreff.de veröffentlicht. Da haben wir ja jetzt auch über 10.000 Mitglieder. Wunderbare Plattform zum Vernetzen. Ein bisschen Eigenlob muss auch sein. Danke auch an Wir sind viele, die uns hier auch als Ordner zur Seite stehen. Ja, wie könnte man wohl besser für Frieden mit Russland demonstrieren und wo vor allem als hier vor dem sowjetischen Ehrenmal? Dachten wir uns. Denn es wurde errichtet, um das zu verhindern, was jetzt gerade passiert. Schaut man sich die deutsche Politik an, fragt man sich, habt ihr vergessen, wer wen 1941 angegriffen hat? Nein! Habt ihr die gefallenen russischen und deutschen Soldaten vergessen? Nein! Habt ihr vergessen, wie das Ganze das letzte Mal ausgegangen ist für Deutschland? Nein! Habt ihr vergessen, dass Russland Atomraketen besitzt? Nein! Habt ihr vergessen, was in Artikel 2 des 2+4-Vertrags steht? Nein! Falls es doch einer nicht weiß, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Vom deutschen Boden darf nur noch Frieden ausgehen. Die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, ist verfassungswidrig und strafbar. Nein, wir haben das nicht vergessen, wir deutschen Bürger. Doch unsere Regierung ist leider sehr vergesslich
Olaf Scholz, bitte bleib bei deinem Nein zu Taurus-Raketen und mach dir einen Knoten in dein Taschentuch, damit du es nicht wieder vergisst. Als nächsten Redner würde ich gerne begrüßen Alexander Tuschinski und ihn hier auf die Bühne bitten. Einen Applaus! Alexander ist extra aus Stuttgart heute Morgen angereist, heute Morgen um 5, um hier bei uns zu sein für den Frieden. Alexander ist Filmemacher, Regisseur und Historiker und hat auch schon bereits besonnene Worte für die momentan sehr, sehr heiße und heikle Phase mitgebracht, die wir jetzt, glaube ich, sehr gut gebrauchen können. Ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank, Alexander. Ich glaube, den Hut muss ich abnehmen bei dem Wind. Ja. Da. Nee, dann setze ich ihn wieder. Vielen, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Und es ist mir so ein Anliegen, heute hier zu stehen. Und ich finde es inspirierend, wie viele Menschen recht kurzfristig hier nach Berlin gekommen sind, hier demonstrieren. Es ist eine wahnsinnig beängstigende Zeit. Und in dieser Zeit setzen wir ein Zeichen. Wir wollen, dass die Bundesrepublik Deutschland im aktuellen Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine ausschließlich als neutraler diplomatischer Vermittler auftritt und auf keinen Fall mit Waffenlieferungen. Und was mich an dieser Demo und ganz vielen Friedensdemos, die gerade in Deutschland stattfinden, besonders inspiriert, wir sind einfach Menschen, die in Deutschland leben, die mit der aktuellen Politik so gar nicht einverstanden sind, wir sind nicht organisiert von irgendwelchen Vereinen oder Parteien, dass wir herkommen. Wir werden nicht bezahlt. Ich habe die Fahrt aus meiner eigenen Tasche gezahlt. Wir alle kommen in unserer Freizeit her, weil es uns so ein Anliegen ist. Und das zeigt, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Egal, wie man Menschen diffamiert, die eine andere Meinung als der Mainstream haben. Wir stehen zu unserer Meinung. Wir sind hier. Wir sind bestimmt für den Frieden gegen Waffenlieferungen. Neulich habe ich eine Rede gehalten zu genau diesem Thema und mir sagte jemand, es sei so furchtbar unsympathisch, meine Position, dass ich keine Waffenlieferungen in die Ukraine will, da das ja bedeuten würde, dass ich will, dass Menschen sterben dort. Das ist die Logik, die gerade tatsächlich im Mainstream vorherrscht. Viele Leute glauben, man könne nur mit noch mehr Waffenlieferungen Menschen schützen. Und das ist eine Logik, die ich ganz bizarr finde. Ich denke, unseren Punkt kann man ganz einfach zusammenfassen. Wir wollen, dass die Bundesrepublik Deutschland sowohl mit der Russischen Föderation als auch mit der Ukraine gute diplomatische Verbindungen unterhält und als neutraler Vermittler versucht, dieses Blutvergießen zu beenden, so viel wie viele andere Länder auch. Dann wurde mir vorgeworfen, es sei naiv, man könne doch nicht mit Russland reden. Das war, man könne nicht. Und ich will gar nicht genau ausführen. Wir alle hier haben verschiedene Quellen, sind aus verschiedenen Gründen hier. Ich habe mich jahrelang mit der Außenpolitik, mit der Geopolitik beschäftigt und bin für mich zu dem Schluss gekommen, doch Diplomatie ist möglich und das denken wir alle und wir sind in der Demokratie. Wir müssen das noch nicht einmal groß begründen. Wir sind der Meinung, dass Diplomatie geht, das verlangen wir von der Regierung und deshalb stehen wir hier und uns darf man nicht überhören. Es ist eine ganz kurzfristig einberufene Demo. Wir haben es ja alle mitbekommen, dieses geleakte Gespräch deutscher Offiziere, dessen Authentizität nicht abgestritten wurde, dass Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine geschickt werden könnten und wie man dann mehr oder weniger mit direkter Beteiligung Deutschlands damit russische Infrastruktur angreifen könnte. Und wir haben auch bemerkt,
wie die großen Medien und auch die Politik damit umgehen. Nicht das Gesagte wird als Skandal gebracht, sondern wie kann es sein, dass die Bundeswehr abgehört wurde und ausspioniert wurde. Und das geht durch die Medien auf und ab als großer Skandal. Aber ich war entsetzt, als ich das hörte, und ich denke, wir alle, und wir stehen hier, weil wir zeigen, wir sind Menschen, die in Deutschland leben, egal was große Medien und Politik sagen. Es gibt viele in diesem Land, die diese Eskalation nicht mitmachen wollen, und Waffenlieferungen in die Ukraine geschehen nicht in unserem Namen. Wir stehen hier vor dem sowjetischen Ehrenmal in Berlin. Jemand hat mir eine böse Nachricht geschickt und gesagt, ihr steht da vor dem russischen Ehrenmal. Da muss man ein bisschen Geschichtsunterricht geben. Die Sowjetunion, das waren verschiedene Staaten, unter anderem auch die ukrainische SSR gab es dort. Und dieses Ehrenmal soll uns mahnen, wie schrecklich Krieg ist. Und Deutschland soll sich weltweit nur als neutraler diplomatischer Vermittler involvieren, ganz egal, was Medien und Politik sagen. Als nächste Rednerin möchte ich sehr gerne Christiane Reimann begrüßen. Christiane ist Soziologin und Politologin und schon lange für eine friedliche Außenpolitik sogar Europas eingetreten. Sie ist freie Journalistin und Publizistin und an den Büchern, die sie als Co-Autorin mitgeschrieben hat, sieht man, dass sie auch gerade heute wahrscheinlich viele gute Sachen zu sagen hat, da sie Deutschland und Russland, wie geht's weiter und ein willkommener Krieg NATO, Russland und Ukraine geschrieben hat und wahrscheinlich genau in diese Thematik mit reinzielt. Vielen Dank, Christiane, dass du heute hier bist. Ja, einen ganz herzlichen Dank, Gesa, Heiko und Captain Future, dass ihr so kurzfristig diese Zusammenkunft organisiert habt. Und danke, dass ihr gekommen seid. Denn wir wissen aus Erfahrung, allein machen sie dich ein. Nein, wir lassen uns nicht einmachen. Wir sind hier für den Frieden und wir sind bitter nötig, denn es ist 5 Minuten vor Krieg. Wir brauchen jeden. Dieser Ort hier vor dem sowjetischen Ehrenmal ist genau der richtige Ort. Er erinnert uns an das, was im Namen Deutschlands angerichtet worden ist, in dem größten Vernichtungs-, Eroberungs- und Versklavungskrieg gegen die Sowjetunion. Sowas hatte die Gesellschaft damals noch nie gesehen und nie erlebt. Und ich hoffe, wir werden so etwas nie wieder sehen, nie wieder erleben. Deshalb nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Die Soldaten der Roten Armee, die es bis hierher geschafft haben, haben auf dem Reichstag die rote Fahne aufgesetzt. Und genau unter der Kuppel des Reichstags ist letzte Woche am 21. März mit dem sogenannten Raketenbeschluss etwas beschlossen worden, was sie, glaube ich, bewusst hinter der Debatte versteckt haben, ob die Raketen, die das Hinterland Russlands erreichen sollen, nun Taurus heißen oder namenlos bleiben. Hinter dieser Debatte haben sie zum ersten Mal das Kriegsziel Deutschlands definiert. In einem Beschluss des Bundestages. Ich lese ihn euch vor. Präsident Putin und sein Regime müssen diesen Krieg verlieren. Russland muss scheitern. Ja, man denkt, die sind durchgeknallt. Deutschland ist zweimal vor Russland, vor Moskau gescheitert. Wollen sie es ein drittes Mal machen? Gescheitert sind
diejenigen, die uns jetzt drängen, noch mehr Waffen, Taurus, noch mehr Waffen. Präsident Macron hat, ich habe den Eindruck, er möchte als Napoleon 2.0 in die Geschichte eingehen und die Niederlage Napoleons 1812 vor Russland sozusagen rächen, wieder gut machen, endlich siegen. Genauso die Briten, die uns drängen auf mehr Waffen, mehr Waffen. Sie haben im letzten und in diesem Jahrhundert die Konzeption vertreten der zwei Meereskorridors, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Sollte ein Korridor gehen, der Europa und Russland trennt, damit keine starke kontinentaleuropäische Macht entstehen kann. Wir wissen, die herrschende Klasse ist rachsüchtig. Sie vergisst über Generationen nicht. Sie ist nachtragend. Sie wollen jetzt ihre alten Kriege wieder gewinnen. Es geht wieder gegen Russland. Das ist eindeutig. Ich war seit 2014 mehrmals in Donetsk, in Donbass. Ich habe gesehen, dass ab 2014, nach dem Putsch des Maidan, das war ein Putsch, dass dort angefangen hat, der ukrainische Staat gegen seine eigenen Bürgerinnen und Bürger im Donetsk Krieg zu führen. Ich habe gesehen, die zerstörten Schulen, die zerstörten Kulturhäuser, den Marktplatz, den sie bombardiert haben, die Kinderzeichnungen davon. Auf den Kinderzeichnungen flogen die Arme durch die Luft, flogen die Beine durch die Luft. Das ist der Krieg, der im Donbass stattgefunden hat. Wir haben aber auch getroffen die Außenministerin, eine junge Frau. Und wir haben gefragt, was wollt ihr eigentlich? Was wollen Sie? Was ist das Ziel Ihrer Regierung in Donetsk und Lugansk? Und sie hat uns 2015, war das gesagt, wir wollen Teil der Russischen Föderation werden. Aber die will uns nicht. Die will uns nicht. Es gibt zu viele diplomatische Verwicklungen. Wir wollen dann wenigstens eine Autonomie, so wie in der Schweiz oder wie Bayern in Deutschland. Diese Autonomie ist ihnen zugesichert worden im Kiewer Abkommen. Doch das ist Minsker Abkommen, Entschuldigung. Doch das ist nie umgesetzt worden. Und wir wissen heute, es war ein Plan, dass es nie umgesetzt wurde. Es war eine Beruhigungspille. Das hat Merkel gesagt, das hat der damalige Präsident Hollande gesagt, das hat der ukrainische Präsident gestanden. Die Öffentlichkeit weiß es. Sie haben alle belogen, um einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Das ist eine Schande. Von solchen Leuten können wir nicht regiert werden. Sie haben unser Vertrauen verloren. Sie sind dessen überhaupt nicht würdig. Der wirkliche Hintergrund dieses Krieges oder der Anlass, Hintergrund, ja, ist die NATO-Osterweiterung. Aber es gibt hinter diesem Hintergrund noch etwas, noch ein Hintergrund. Und das ist die, ich nenne es mal, tektonische Kräfteverschiebung in der Welt. Die Welt des Nordens, der ehemals kolonialen Mächte. Diese Welt ist am Untergehen. Der Süden steht auf. Der globale Süden. Er ist nicht mehr willens, sich dem Diktat des Westens zu beugen. Er ist nicht mehr willens. Nicht mehr willens ökonomisch, er greift die Dollarhegemonie an. Und er ist nicht mehr willens, das politisch zu tun. Dafür ist ein Zeichen die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Das ist so mutig. Das zeigt uns... mutig. Das zeigt uns eine Welt, wie sie werden kann, wo das Unrecht nicht einfach durchgeht, wo Regeln wieder herrschen, wo die Völker mitbestimmen und sich nicht treten und schieben lassen, wie das alte koloniale Vergangenheit ist. Wir haben keine Waffen. Unsere einzige Waffe ist die Liebe
und ist die Vernunft. Und die setzen wir ein. Die Liebe und die Vernunft. Wir brauchen Aufklärung. Wir brauchen eine Gegenöffentlichkeit. Wir müssen endlich wieder unsere Stimme zur Geltung bringen. Wir sind dabei nicht allein, das wissen wir. Wir sind verbunden mit dem globalen Süden. Wir sind verbunden mit allen Menschen, die in diese Richtung gehen. Wir sind nicht allein. Wir sind aber noch sehr, sehr wenige. Wir brauchen mehr. Und ich glaube, wir sind auch etwas weniger, also weniger, weil wir selbst im Rahmen der Friedensbewegung, in der breitesten Friedensbewegung, nicht einander erkennen als jeweils Gleichgerichtete. Es gibt unter uns zu viele Spaltungen. Lasst uns die überwinden. Wichtig ist das Gemeinsame. Dabei werden wir die Differenzen nicht übersehen. Wir müssen die nicht zukicken. Aber wir können uns rational, freundlich, respektvoll mit diesen Differenzen auseinandersetzen. Ich habe jetzt gegen den Zeitgeist gerade angefangen, Russisch zu lernen. Daran will ich euch teilhaben lassen. Das russische Wort für Freund heißt Drug. Und das russische Wort für der andere ist Drugoi. Das heißt, im Russischen sehen die Menschen im anderen den Freund. Lasst uns in diesem Sinn Russisch lernen. Bleibt widerständig, bleibt aufrichtig. Jetzt möchte ich aber erst einmal ganz herzlich begrüßen Florian Pfaff. Er ist ehemaliger Major der Bundeswehr und da im Grunde auch schon bekannt geworden, weil er bereits sehr großen Mut bewiesen hat. Und zwar schon 2003, als es um den unrechtmäßigen Irakkrieg ging. Da hat er es schon gewagt, Nein zu sagen. Nein zu unrechtmäßigen Kriegen. Und ich finde, das verdient Anerkennung. Florian Pfaff sollte damals unrechtmäßig entlassen werden, hat es aber geschafft, rehabilitiert zu werden, zum Glück. Und hat dann auch noch viele Preise sogar bekommen für den Mut, den er da bewiesen hat. Er ist seit 2019 Sprecher im Arbeitskreis Darmstädter Signal und wird nun auch heute sprechen, wahrscheinlich über Frieden, über den Mut zum Widerstand. Und ich bin froh, Florian Pfaff heute hier zu haben. Vielen Dank. Ja, liebe Nazis und liebe vielleicht gefallenen Engel aus der Hölle, so werden wir ja beschimpft von der anderen Seite. Vielen Dank für euren und für ihren Mut, dass wir uns so beschimpfen lassen und trotzdem für den Frieden, trotzdem für die Freiheit, trotzdem für die Verfassung eintreten. Daher, aus gegebenem Anlass wegen des Vorfalls mit Heiko Schöning vorher muss ich etwas sagen, was ich nicht sagen wollte. Es gibt in der Polizei etwas lauter, bitte wird verlangt. Es gibt in der Polizei eben wie in der Bundeswehr solche und solche. Auch in der Polizei gibt es schwere Nöter, Straftäter, sicherlich auch Verbrecher. Ich möchte nur einen Vorfall erwähnen, der mir selbst passiert ist, weil hier Heiko Schöning am Reden gehindert werden sollte. Eventuell, weiß ich nicht. Den aktuellen Fall kann ich nicht bewerten, meinen Fall kann ich sehr gut bewerten. Da hat ein Polizist gesagt, Sie wollen aber hier regierungskritisch reden. Dann habe ich gesagt, ja. Und ich werde gleich die regierungskritischen Dinge auch hier erzählen. Dann hat er gemeint, dann werden Sie hier nicht reden. Dann habe ich gemeint, doch, ich werde hier reden. Dann ist er zur Veranstaltungsleiterin, hat er gesagt, er darf nicht reden. Wir sind hier eine Friedensdemo. Da wollen wir nichts Regierungskritisches hören. Ja. Danke für das Gelächter. Die für den Frieden sind, sind wir. Die Regierung ist für den Krieg, beziehungsweise die ganzen Generäle, die da mitmachen. Dieser
Polizist hat sich natürlich eine Strafanzeige von mir eingefangen wegen schwerer Störung einer Demonstration. Man kann ja nicht eine Demonstration schwerer stören, als den Hauptredner von der Demonstration ausschließen zu wollen. Ich hoffe, dass hier die Vernunft siegt und der Heiko Schöning noch reden kann, denn Demokratie ist ja eigentlich, dass wir uns diese Argumente anhören. Zu denen komme ich jetzt. Ich bin sozusagen ein NATO-Versteher, denn ich bin ja groß geworden in der Bundeswehr 1976. Allerdings war da die Welt noch in Ordnung. Da hat die Bundeswehr gesagt, wir und die gesamte NATO können nie angreifen. Wenn der Befehl zum Angriff kommt, dann kommt der Staatsanwalt und der sorgt dafür, dass die alle ins Gefängnis kommen. Das ist natürlich nicht wahr gewesen die ganze Zeit, zumindest unwahr geworden. Spätestens 1999, wissen wir, hat die NATO, nicht nur ein NATO-Land, nicht nur ein paar Willige, sondern die NATO einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen, der überhaupt nicht zu rühmen ist. Die Soldaten hinter mir, die da unten unter der Erde liegen, die sind zu ehren, aber keine Soldaten, die Angriffskriege mitmachen, die Angriffskriege beginnen oder die, wie damals sogar der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Schneiderhahn im Irakkrieg, der gefordert hat, wir müssen so etwas anbieten, was die Briten mit den USA im Irak gemacht haben. Das sind Kriegstreiber in meinen Augen und keine Friedensengel. Ich kann es hier kürzer machen, denn das, was ich hier noch sagen wollte, 99, 2003, dass das ja alles illegal ist, hat ja meine Vorrednerin schon gerade gesagt, das muss ich nicht wiederholen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in den Medien, in den asozialen Medien nichts davon kommt, in den sozialen Medien findet man das. Warum haben es die Medien aber nötig, das Wesentliche zu verschweigen? Zum Beispiel, dass Putin gesagt hat, ja, ich ziehe mich aus allen Gebieten zurück, aus allen besetzten Gebieten ziehe ich mich zurück. Ihr müsst nur den Vertrag von Astana einhalten. Warum erfahren wir auch nichts vom Vertrag von Astana, wo das schriftlich niedergelegt wurde, de facto, was Genscher und Baker ja auch versprochen haben damals, vor Putins Zeiten, also den Russen, nicht Putin, versprochen haben, nämlich, dass die NATO sich keinen Inch ausdehnt. Und haben wir denn vergessen, dass Frau Dr. Merkel gesagt hat, die Ukraine kommt nicht in die NATO und dass es so lange auch keinen Krieg gegeben hat? Haben wir das vergessen? Nein, wir müssen die NATO unbedingt ausdehnen, denn sie ist ja nur doppelt so groß wie zu meiner Zeit. Da waren das 16 Staaten, als ich eingetreten bin. Wir haben heute das Doppelte und damit kriegt die NATO noch nicht genug den Hals voll. Wir müssen noch ein Land dazu bringen, die Ukraine, weil die ja so die Rechte der Russen verteidigen. Die verteidigen ja die Kultur und Sprache der Russen im Donbass und deswegen, damit endlich der Donbass befreit wird von dieser Sprache und Kultur, deswegen muss ja die Ukraine jetzt unterstützt werden oder so ähnlich. Ich verstehe nicht ganz, wo die Freiheit liegen soll, die diese Leute dort verkünden. Damit bin ich auch schon bei dem, warum wir Nazis genannt werden. Dieses Unterdrücken der Bevölkerung dort, was insbesondere Herr Bandera auszeichnet, der hat ja Tausende von Russen und übrigens auch Juden umgebracht. Dieses Unterdrücken, das ist jetzt offenbar gut. Deswegen wird Herr Melnik gerühmt, der am Grab von Bandera in München Blumen niedergelegt hat. Wenn ich sage, ich bin dagegen, solche Nazis zu ehren, dann sagt man, das ist ein Nazi. Ja, warum denn ich? Warum denn nicht die, die die Nazis von damals ehren, die in Kiew einen Bandera-Prospekt, einen Bandera-Platz, ein Bandera-Denkmal haben und ringsum 50 weitere? Das sind die Nazis. Mein Name ist Gesa. Ich möchte Frieden. Und ich bin eigentlich nicht hier als Ehefrau oder als sonst was, sondern ich bin hier als Mensch. Ja? Als Mensch, als Mutter und als friedliebender Mensch, der eben auch in Frieden weiterleben möchte. Ich bin zudem auch Verlegerin von Ethica Media. Das ist ein Verlag, ein freier, neuer Verlag für gute, schöne und auch mutige Medien. Weil ich glaube, dass wir diesen Dreiklang im Grunde brauchen, um
glücklich, authentisch und ja, in Harmonie leben zu können. Und das Ganze ist natürlich das Wichtigste, dass wir in Frieden leben können. Sonst können wir auch nicht in Glück leben. Und genau dieser Frieden ist ja im Moment stark bedroht. Und selbst wenn unser Kriegsminister Pistorius jetzt vermeintlich zurückrudert und behauptet, es werden keine Taurus-Marschflugkörper gesendet, so muss man das Ganze doch etwas ganzheitlicher sehen. Und diese Geschichten kennen wir vielleicht auch schon aus den letzten Jahren. Da hieß es auch erst, es fängt an mit Helmen. Deutschland sollte nur Helme in den Krieg senden. Dann hieß es, wir werden keine Waffen senden und es wurden Waffen gesendet. Dann hieß es, es sollen keine Marder gesendet werden und es wurden Marder gesendet. Dann hieß es, es sollen keine Leopardpanzer gesendet werden und es wurden Leopardpanzer gesendet. Jetzt heißt es, es sollen kein Taurus gesendet werden. Was soll gesendet werden, wenn uns gesagt wird, es sollen keine Soldaten gesendet werden? Die Sache ist, dass die Politiker und die Redenschreiber im Grunde genau das kennen. Und das nennt sich nämlich Manipulation. Unser Gehirn kann ja im Grunde nicht und kein gar nicht verarbeiten. Das kennen wir vielleicht aus diesem Beispiel. Denkt nicht an rosa Elefanten. Woran denken wir? An rosa Elefanten. Wenn uns gesagt wird, es werden keine Waffen gesendet, woran denken wir? An Waffen. Das Ganze ist so ein bisschen, steht da, Tropfen höhlt den Stein. Ja, das geht also in diese Richtung. Und das Ganze kennen wir auch noch aus der Werbung. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Das zieht. Wenn uns das also immer wieder gesagt wird, Waffen, Taurus, Krieg, dann ist das etwas, woran wir uns langsam gewöhnen. Ja, denn die Politiker, die können sich im Grunde nicht leisten, dass wir als Volk eine Reaktion zeigen, auf die sie selber nicht vorbereitet sind. Und deswegen werden wir vorbereitet, so Stück für Stück, dass wir irgendwann gar nicht merken, dass wir, wie uns eben ja schon gesagt worden ist, 5 vor Krieg haben. Ja, und die Wichtigkeit kommt uns dann auch viel größer vor, wenn wir etwas immer häufiger hören. Das haben wir auch schon aus den letzten 4 Jahren mitbekommen. Wenn Dinge immer wiederholt werden, dann müssen sie ja stimmen. Und das ist halt eben problematisch, weil das auch dazu führt, dass selbst friedliebende Menschen irgendwann glauben, dass man Frieden mit Waffen herstellen kann. Und das, was mich besonders stutzig jetzt gemacht hat, das war die zeitliche Abfolge der Ereignisse in den letzten Tagen und Wochen im Grunde. Ist es Zufall, habe ich mich gefragt, dass die Soldaten ausgerechnet über Microsoft Webex dieses Gespräch geführt haben und dass das ausgerechnet jetzt abgehört, geleakt, ausspioniert worden ist? Ist es Zufall, dass einen Tag vorher Bundeskanzler Scholz sich aus Versehen versprochen hat und mitgeteilt hat, dass die Briten schon im Ukraine-Krieg mit beteiligt sind? Ist es Zufall, dass selbst ein Kindersender ZDF-Logo Kriegspropaganda für die Jüngsten zeigt? Genau, worauf sollen die Kleinsten da vorbereitet werden? Und ist es Zufall, dass von der Leyen jetzt fordert, dass wir eine Kriegsindustrie herstellen sollen, dass europäisch Waffen gekauft und hergestellt werden sollen, dass im Grunde Industrie und Fabriken dazu gezwungen werden sollen, auch selber wieder Waffen zu produzieren? Ist es Zufall, dass auch der Kriegsminister Pistorius jetzt neue Soldaten fordert, den Wiedereinstieg der Wehrpflicht? Meine Sohn kriegt ihr nicht. Genau. Unsere Kinder kriegt ihr nicht. Sonne erhält unsere Welt täglich mit goldenen Strahlen. Schnell bringen wir sie auf Papier,
Spaß macht es uns, sie zu malen. Immer lebe die Sonne, immer lebe der Himmel, immer lebe die Mama und auch ich, immer da, wo steckt da, wo jetzt Sonne, wo steckt da, wo jetzt Nieuwe, wo steckt da. Bäume mit Blättern blühten. Wir malen die Welt, so wie es uns gefällt. Wollen sie in Frieden behüten. Immer lebe die Sonne, immer lebe der Himmel, immer lebe die Mama und auch ich. Immer da, du schickst da. Gegen den Tod, gegen die Not, für unser friedliches Leben. Bei Tag und Nacht halten wir Wacht, die uns das Leben gegeben. Immer lebe die Sonne, immer lebe der Himmel, immer lebe die Mama und auch ich. Immer da, wo steckt da, wo jetzt Sonne, wo steckt da, wo jetzt Nieuwe. Immer lebe die Sonne, immer lebe der Himmel, immer lebe die Mama und auch ich, immer da, wo steckt da. Wow! Ja! Super! Also, ich hoffe, dass Heiko Schöning gleich noch rechtzeitig, bevor wir hier enden werden, wieder herkommen darf. Und vorher bin ich auch wahnsinnig froh, jemanden hier begrüßen zu dürfen, dem ich persönlich sehr dankbar bin, weil er unter anderem schon bei der ersten Verhaftung von Heiko Schöning mit dabei war, als Heiko in London am Trafalgar Square, an der Speaker's Corner verhaftet worden ist. Da war jemand dabei, der hier eine Spontan-Demo gehalten hat, und das war Uli Kellermann. Und ich bin wahnsinnig froh, dass er auch jetzt eben gerade wieder Einsatz gezeigt hat. Uli Kellermann ist Journalist, Herausgeber und auch Gefreiter der Reserve und seit 2005 schon Herausgeber von der Rationalgalerie. Das ist eine Plattform für Nachdenker und Vorläufer, und ich glaube, da ist es hier in der besten Gesellschaft. Mit der Macht um 8 gibt es zudem auch noch eine Alternative zur Tagesschau, und ich glaube, das können nicht nur wir, sondern auch viele andere sehr, sehr gut gebrauchen. Und ein Spruch, der heute schon mehrfach gefallen ist, nämlich, es ist 5 vor Krieg, den haben wir, glaube ich, von dir geklaut. Herzlich willkommen, Uli Kellermann. Go. Ich gucke mich rum, sehe euch und sage, ihr, noch lauter, und ihr, passt so, ja? Und ich sage, ihr seid die Mehrheit, auch wenn das hier nicht so aussieht. Guckt euch die Umfragen der letzten Tage an, die Mehrheit der Deutschen ist gegen die Lieferung des Taurus. Ihr seid die Mehrheit. Mike.
Manchmal braucht es seine Zeit, bis sich eine gute Mehrheitsmeinung durchsetzt. Der Papst Franziskus hat vor etwa 2 Jahren gesagt, der Krieg, also gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen, und zwar gegen Russland. Jetzt, vor einem Tag oder 2, sagt derselbe Papst, die Ukraine sollte den Mut zu einer weißen Fahne haben. Dem kann ich nur zustimmen. Ja, die weiße Fahne für die Ukraine! Manchmal dauert es sehr lange, bis sich Wahrheiten und Einsichten durchsetzen. Ihr seid solche, die, bei denen das schon längere Zeit klar ist. Wir werden gemeinsam, wenn es auch noch so lange dauert, dem Krieg zum Sieg verhelfen. Ja, der Frieden muss siegen. Diese lange Dauer, diese lange Zeit, die wir brauchen, um von einer Mehrheit, gefühlten Mehrheit, zu einer realen Mehrheit zu werden, dafür seid ihr zuständig. Ihr macht das schon lange und ihr macht es gut. Ja, wir werden gemeinsam das drehen, wir werden gemeinsam siegen, wir werden den Frieden zum Sieg verhelfen. Es wird ein bisschen Zeit noch brauchen, wir alle wissen es. Aber zäh setzt sich die Einsicht durch, dass Krieg kein Mittel ist. Zäh und langsam und mit Widerständen. Aber ihr seid genau diejenigen, die diesen Widerstand brechen werden. Wir werden uns wiedersehen, nicht nur auf dieser, sondern auf vielen anderen Aktionen und Demonstrationen in diesem Land. Wir werden die in den Umfragen erkennbare Mehrheit der Deutschen, wir werden auch dieser Mehrheit zum Sieg verhelfen, denn der Frieden muss siegen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Wir machen weiter. Bis der Frieden siegt. Danke euch. Heiko Schöning ist da. Ich freue mich so sehr, dass ihr noch so zahlreich hier geblieben seid. Ja, also ich glaube, Heiko Schöning jetzt vorzustellen, ist jetzt was zu scheinen. Also wahrscheinlich war es genau das. Ich bin gespannt, was gleich zu erzählen ist, was heute vorgefallen ist. Aber trotzdem nochmal für alle und für die Aufnahmegeräte, Heiko Schöning, Arzt, Autor und Offizier der Reserve, hat 2019 bereits das Corona-Verbrechen angekündigt, hat in den Büchern Game Over, Covid-19 und Anthrax 01 da die Hintermänner benannt. Jetzt ist auch ein neues Buch schon erschienen, Angriff aufs Mikrobiom, wo es um weitere mögliche Verbrechen geht. Aber wir sind heute ja vor allen Dingen hier, um über Frieden zu sprechen, aber ich hoffe auch über das, was vorhin passiert ist. Weil wir da ja wahrscheinlich alle etwas neugierig sind. Deswegen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du hier bist. Heiko Schöning! Achtung! Die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist verboten! Deutsche Bundeswehrgeneräle haben die Bombardierung einer ausländischen Brücke konkret geplant. Nach § 80 Strafgesetzbuch ist die Vorbereitung eines Angriffskrieges unter Strafe zu stellen. Es ist eine Straftat. Die Polizei wusste heute nicht, wer ich bin und hat mich zufällig, obwohl ich schon 2 Stunden genau hier bin, mitgenommen und sagte, Herr Schöning, wir wissen nicht, wer Sie sind, wir müssen Sie mitnehmen. Beziehungsweise Sie haben tatsächlich wörtlich gesagt, möchten Sie mitkommen?
Und ich sagte, nein, ich möchte nicht mitkommen. Ich bin angemeldeter Sprecher einer friedlichen Demonstration. Und ich bin 3 Stunden verschleppt worden. Vielen Dank, dass Sie ausgeharrt haben. Ich bin bis Hohenschönhausen, 15 Kilometer von hier entfernt, über 3 Stunden festgehalten worden. Das Ganze habe ich auch schon in London erlebt, in Bremen, aber ich werde heute nicht die Details davon sagen, außer dass es natürlich eine Farce gewesen ist. Denn das ist einer der Tricks, dass wir über die Events reden, aber nicht über die Tatsachen. Mein Name ist Heike Schöning. Ich bin Reserveoffizier, Arzt und Vater. Und ich werde bei der Polizeistrafanzeige gegen die Generäle Gerhard und Gräfe stellen. Die Generäle Gerhards und Gräfe und deren Hintermänner und Hinterfrauen, die sind strafrechtlich zu verfolgen. Die Vorbereitung zu einem konkreten Angriff auf die Krimbrücke ist genauso kriminell wie die Vorbereitung der Zerstörung der Elbbrücken bei Hamburg oder Dresden. Das ist genauso kriminell wie die Zerstörung der Rheinbrücken bei Köln oder Düsseldorf. So wie es kriminell wäre, die Zerstörung der Brücken bei Coventry oder Lübeck. Und wir sagen Nein dazu. Soldaten, sagt Nein. Wenn sie euch wieder befehlen, einen Angriffskrieg zu planen, nach § 11 Soldatengesetz, darf ein Befehl nicht ausgeführt werden, wenn er eine Straftat darstellen könnte. Kameraden, sagt Nein. Soldaten, Beamte, Polizisten, Väter und Mütter, sagt Nein. Nein! Meine lieben Mitbürger, wir bekommen, was wir akzeptieren. Wir bekommen Zensur, wenn wir die Einschränkung der Redefreiheit akzeptieren. Wir bekommen Lügner, wenn wir die Lügen akzeptieren. Und wir bekommen Krieg, wenn wir die Kriegslügen und die Vorbereitung eines Angriffskrieges akzeptieren. Und wir bekommen Angst. Wir bekommen Angst, wenn wir das Unbekannte akzeptieren. Wir bekommen, was wir akzeptieren. Liebe Mitbürger, ich möchte Ihnen die Angst nehmen und zur Aufklärung beitragen. Ich möchte Ihnen die Angst nehmen vor dem Unbekannten. Dazu bin ich hier. Und ich freue mich, dass Sie alle heute auch hergekommen sind und dass dieses auch hier verbreitet wird. Denn wir hier stehen für Frieden. Wir bekommen Frieden, wenn wir uns für den Frieden aktiv einsetzen. Wir bekommen Menschlichkeit, wenn wir uns mitmenschlich verhalten. Wir bekommen Rechtsstaatlichkeit, wenn wir uns aktiv für das Recht einsetzen. Ich werde Strafanzeige gegen die Generäle Gerhards und Gräfke stellen. Und jeder Bürger kann auch bei der Polizei eine gleiche Strafanzeige stellen und informieren und auch die Mitmenschen, die Polizisten, auch davor schützen. Denn sie werden auch mit hineingezogen gegen die Vorbereitung eines Angriffskrieges. Denn wer wird denn die Militärpolizei stellen im Ausland? Und nochmal, der Angriff gegen eine ausländische Brücke, konkret geplant, ist die Vorbereitung eines Angriffskrieges und nach § 80 Strafgesetzbuch unter Strafe zu stellen.
sage, nie wieder Angriffskrieg. Und zur Klarstellung, ich bin hundertprozentig unabhängig. Ich war nie Mitglied in irgendeiner Partei und ich habe auch keine Interessenkonflikte. Ich sage es, wie ich es einfach nur muss und kann. Als Reserveoffizier der Bundeswehr, als Arzt, als Vater, einfach als Bürger. Und wir erfahren vom Angriff auf eine ausländische Brücke. Wir erfahren vom Angriff auf die Pressefreiheit. Auch das Stichwort Julian Assange noch einmal genannt. Und wir erfahren auch vom Angriff auf das Mikrobiom. Und jetzt muss man sich fragen, was sollte das heute wieder? Warum wurde ich denn ausgerechnet hier wieder am Sprechen gehindert? Und ich kann Ihnen nur sagen, das wird nur noch meine Überzeugtheit und meine Kraft nur noch stärken. Und deswegen gebe ich Ihnen auch noch etwas, was weiter noch darüber hinausgeht. Denn die Frage ist ja auch, wer ist denn dieser Generalleutnant Jörg Gerhards, der Chef der deutschen Luftwaffe? Warum kann da noch ein so relativ junger Offizier einen so hohen Posten bekleiden? Und dann müssen Sie eine andere Person mit in den Blick bekommen. Und sie heißt Amy Gutmann. Die ist Botschafterin in Deutschland. Und das ist eine Person wie die bekanntere Victoria Nuland. Ja? Fuck the EU, Putsch in der Ukraine. Viele erinnern sich dazu. Ja? Und Amy Goodman und General Gerhards, die haben auch schon Pressekonferenzen zusammen gemacht. Und es gibt da noch einige Verbindungen mehr, die ich jetzt hier in diesem Format nicht alles ausbreiten kann. Aber ich kann Ihnen nur sagen, Amy Goodman war auch die Leiterin der Universität von Pennsylvania in den USA. Und warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, und das ist abgedruckt in dem Buch, weil dort der nächste Angriff vorbereitet wird. Und ich habe es abgedruckt, wer mit wem da zusammengegangen ist. Und einer der Zentren des Verbrechens, das ist die Universität von Pennsylvania. Die Einzelheiten sind da, auch in schon den ersten öffentlichen Interviews. Und es ist verbunden mit einem Oligarchen, der sich nämlich die Universitätsmedizin von Pennsylvania gekauft hat. Ja? Das ist Perelman. Und das heißt jetzt nicht mehr Universitätsmedizin, sondern das heißt Perelman School of Medicine. Ja? Und was machen die dort? Die haben Gain of Function. Das ist nichts anderes als Bio-Waffenforschung. Ja? Und mit wem das zusammengeht und wie das dort weiter verstrickt ist. Ja? Ich kann Ihnen nur sagen, es ist nicht nur ein Angriff auf die Pressefreiheit. Es ist nicht nur ein Angriff, wie jetzt uns droht, in einem europäischen Land oder ein Angriff auf eine Brücke. Es ist viel, viel mehr. Es ist auch der Angriff auf unser Menschsein. Und deswegen noch, ja? Es hat noch keiner gefragt, wer ist denn Generalleutnant Jörg Gerhards? Welche Verbindung hat er denn? Wie konnte er denn diese Karriere machen? Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen, ja? Und es werden jetzt auch wieder solche Sachen aufgebaut, dass hier rechts gegen links oder Bürger gegen Bürger. Und wir sagen, nein, wir sind friedlich. Und zwar mit allen europäischen Ländern. Und deswegen freut es mich, dass wir hier so viele unterschiedliche bunten Fahnen haben. Herzlichen Dank. Und zum Abschluss kann ich nur sagen, ich werde Strafanzeige stellen, denn Angriffskriege sind verboten. Und gehen Sie auf die örtlichen Polizeireviere und sagen Sie dort auch, Angriffskriege sind verboten. Sie haben alle Details. Herzlichen Dank.